Hey! Alles klar? Geht's gut? Sind Sie mein Guter? Na klar. Schön, dich zu sehen, schön, dass du da bist. Gleichfalls, gleichfalls. Neue Folge Candy Banjo, würde ich mal sagen. Wir sind hier auf der wunderschönen Brandenburger Straße. Und hier sieht man das alte Tacheles. Hammer. Da hat es früher mal Schlägerei gehabt, so Mauer und ich. Hier ist auf jeden Fall Berlins dreckigster Inder. Ich glaube, hey. Business-Lunch, die Rase durchfallen. Da habe ich auch immer als kleiner Junge angefangen zu spielen, Leute, und auf dem Hof. Lange immer tote Ratten im Sand, auch, das weiß ich nicht. Aber das war früher mal so der Eingang, da waren noch so besetzte Häuser, gab es einen kleinen Strand und so, konnte man im Sommer ein bisschen rumeiern, auch hassen. Wir haben ab und zu ein bisschen da doch Garten gemacht. Wenn man da reingegangen ist, ging eine Treppe hoch und unten war so ein kleiner Tisch vor der Treppe, da haben wir manchmal Eintritt von den Touris genommen, obwohl die dann oben nochmal Eintritt bezahlen mussten. Genug gelabert, wir gehen jetzt erstmal essen, ein bisschen einen kleinen Falafel-Teller mit. Wir sind jetzt hier beim Falafel-Dada angekommen, Dada-Falafel. Lecker, schmecker, gut mit Knoblauch, passt diese Falafel drinne, dippen rein mit diese Paprika knacken. Das ist 12 dicker Hammerlinie. Das ist eine meiner Lieblingslinien, muss ich sagen, von den ganzen Straßenbahnlinien. Ich habe auch gehört, ne, die 12 nimmt die Kurve am geschmeidigsten, Alter. Ja, die hat auch spezielle Federung drin, weil die Mitte Niveau ist sehr hoch. So, Freunde, beim Falafelladen gab es leider keinen Teller, Alter. Richtiger Scheiß, ich gebe so zing, zing. Da sitzt immer mein Lieblingspenner. Bei den kleinen Häuschen, da gab es immer zwei Kioske daneben dran und dazwischen, da hat immer so ein Penner. Mit denen habe ich mich immer nach der Schule, habe ich mich immer zu ihm gesetzt und haben immer gechillt, wenn ich auf die Bahn gewartet habe. Der war cool, ich mochte den voll. Der ist dann leider irgendwann gestorben. Oh, bei Phone ist Ringing, das ist bestimmt ein Zwomber. Hallo? Ich fahre jetzt gleich los, muss nur sagen, wie rein. Komm bei Dings, Oranienburger Straße, wir sind dann wahrscheinlich beim Mombi Park drin. Bevor du mich siehst, hörst du mich. Okay, ich höre dich, nimm Messer mit. 100 Seiten, Digga, das ist wie so ein Hund, Alter. Egal. Wer ist denn die Hunde, Digga? Das sind doch Street Dogs, Digga. Ich würde ihn gerne Chicken geben. Oder seinem Cousin essen. Man muss bei Spatzen immer aufpassen, weil das Gefieder, die sind giftig. Die können mit ihren kleinen Füßen, können die einen Menschen kratzen. Und daraus kann ich dann das... So, dann kriegt man Leberflecke. Nimm doch! Der ist voll gierig, Digga. Gladiator Benji, ich hab deine Kugel diss. Ich fühl mich zu Hause, wenn sich deine Alte schmusen lässt. Sie meine Hand nimmt, drückt auf den Busen fest. Ein Kuss mit Zunge und wir beide haben Blut geleckt. Uff, wer zum Kampf und Diggi. Ich hatte hier vorne immer Taekwondo gehabt. In dem Haus hier, das ist in der alten Post. Wenn ihr das seht dort. Und dann bin ich immer nach dem Taekwondo in die Bonbonfabrik gegangen. Meine Mutter hat mir immer 2 Euro mitgegeben und dann hab ich mir immer Maiblätter geholt. Ich zeig dir. Ich mach mir mal eine Tüte, ist okay? Ja, alright. Hammer. Bosnische Pflaume, Alter. Himbeer mit Cayennepfeffer? Ja, ja, wo? Voila. Boah, geil. So, ich würde sagen, das reicht mal für den Anfang. Danke. Bis dann, ciao. Tschüss. Tschüss. Ja. Bosnische Kirche, Digga, Alter. Hammer. Tatsächlich, da vorne, wo die zwei Trottel laufen, wurde ich das erste Mal beim Malen erwischt. Dann kamen die Vögel da, die Trottel, haben mich umzingelt, habe ich mein Stift so fallen lassen, pop, und der ist dann dorthin gerollt. Und die Trottel waren zu viert. Und die haben es nicht gecheckt, die haben die nicht gefunden. Kam nochmal Polizeiauto und hat mich dann mit 14 Jahren nach Hause gefahren, war dunkel gewesen. Und ich musste meine Mutter wecken, die ist Krankenschwester, die hatte Frühschicht gehabt. Die macht die Tür auf, sagt sie, was wollen Sie von meinem Sohn? Er sagt, ja, der wird wegen Graffiti verdächtig. Die sagt, der kann noch nicht mal schreiben. Jetzt gehen Sie. So, hier vorne ist Montbijou Park, übrigens mein Lieblingspark. Da war ich viel mit meinem Vater mal spazieren, weil ich bin ja hier mit aufgewachsen, geboren. Das ist der Brunnen der Jungfräulichkeit. Wenn man damit seinen Hals einreibt, die Frauen riechen das. Wenn man einen Menschen mag, man muss sehr viel mit ihnen schreiben. Das ist immer sehr wichtig, weil man kann ja immer Spielchen machen, nicht zurückschreiben und so, aber so funktioniert es leider nicht mehr, diese Spielchen. Weil wenn man schlau ist, dann hat man so eine Spielchen, die mich durchschaut. Echte Männer kennen so ein Spielchen und man muss immer nach Gefühl handeln. Mach einfach das, was du denkst. Schreib, wann du willst. Sag deine Gefühle, aber natürlich nicht wie so ein Peach. Auf eine coole Art und Weise, ohne dass es aufdringlich ist. Und so catcht man sie alle. Das ist der Candy Benji Style. TLS Kings. Baba Crew. Hier ist mein Fitness Place. Kann ich ein paar Freunde zeigen. Alles klar, Jungs? Geht's gut? Später gleich. Wollen wir heute noch ein bisschen Crime machen, Dicker? Crime? Ja. Was wollen wir denn machen? Weiß ich nicht. Steuern hinterziehen. Dings, so nochmal Corona-Hilfe beantragen. Die ganze Zeit. Das sind Gase, Dicker, durch das Wasser. Was? Gase? Oh, guck mal hier, ein schöner Wels oder was? Wo? Karpfen, hier unten. Ach, ja, Karpfen. Lass ihn mal mit Stein beschmeißen. Das ist die Verwahrlosung. Es fängt an mit Breakdance,
dann kommt Rumschmieren, dann rappt man frauenfeindliche Texte und am Ende kommt dann tja, der Alkoholismus, Zeug, Abwärtsspirale. Nie mit Hip-Hop anfangen. Slayer! Guck mal, sie hat keinen Aluhut, sie hat eine Alufarmer. Lass mal mitmachen, sie hat 5G! Hallo Mädchen! Bei Lisa Wein und ich schenke nochmal ein. Barbie gibt es gut und ich lass es für sie schneien. Sie will mit zu mir, doch dafür bleibt keine Zeit. Baby, sei nicht traurig, nächstes Mal sind wir allein. Und es macht Bing Bang Boom, roll den Big Blunt zu. Mr. Lover kennt die Benji mit dem Clipboard. Neues Outfit ist da. Jetzt sind wir hier bei meinem Atzen. Toni heißt der, richtig legendärer Mann, guter Freund von mir. Da gehen wir jetzt mal rein in den Laden, sagen mal hallo gemütlich. Natürlich mit Maske ist Coroni. Er weiß nicht mal, dass wir kommen. Jetzt keine Überraschung mehr. Klar. Moin, Dicker. Das ist Toni 5-3, unsere Legende. Arbeite mal da weiter, mach sie mal muckelig ein bisschen. Wir schauen uns um, fühlen uns ein bisschen wohl. Guck mal so ein bisschen rum, was es hier so Schönes gibt. Ich würde mal sagen, wir gehen wieder los. Ciao, Toni. So, Freunde, wir sind durch. Der Tag hat Hammer gestartet. Ist jetzt mit der Pilsette nochmal zu Ende gegangen. Wir haben ein bisschen getaggt, wir hatten Spaß gehabt. Wir haben ein bisschen gegeiert. Gegessen habe ich natürlich meinen Hund. Das nächste Mal wird es eine GG Beauty Folge geben. Da stelle ich ein paar Beauty-Produkte vor. Wird sehr interessant, wird sehr spaßig werden. Vor allen Dingen wird King, Alter. Würde ich mal sagen. Habt einen schönen Tag, liebe Grüße.